Hallo zusammen. Heute geht es um die häufigsten Fragen, die uns gestellt werden im Zusammenhang mit der Auswahl eines Pool- oder Schwimmteichreinigungsroboters. So, beginnen wir gleich mal mit der ersten. Das ist die Frage, kann ich mit meinem Roboter oder mit dem Roboter, den ich kaufen will, auch meine Grundreinigung machen, also meinen Schwimmteich oder meinen Naturpool im Frühjahr absaugen, den Mulm rausholen. Mit dem richtigen Roboter geht das. Zum Beispiel hier mit dem Dolphin Bio funktioniert das. Da gibt es einen entsprechenden Adapter. Den baut ihr hier mit an. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dort über einen Schwimmschlauch oder einen Saugschlauch ein entsprechendes Reinigungsgerät anstellen, wie zum Beispiel den Fango oder den Monsun, den Teichsauger. Funktioniert, geht, ist aus meiner Sicht nicht wirklich sinnvoll. Aus dem einfachen Grunde, die Roboter laufen in einem Zufallsmodus, wenn ihr ihn nicht über Fernbedienung steuert. Und habt ihr unglaublich hohen Wasserverlust, weil der Sauger ja permanent draußen Wasser absaugt. Und das sind zwischen 5 und 10 Kubikmeter die Stunde. Kann man machen, muss man aus meiner Sicht nicht machen. Zweite Frage, die uns häufig gestellt wird, kann ich meinen Roboter auch steuern? Ja, geht mit dem entsprechenden Gerät. Es kann manchmal sinnvoll sein, den Roboter in bestimmte Ecken oder in bestimmte Bereiche des Pools oder des Schwimmteiches zu steuern, wenn dort besonders viel Schmutz liegt oder besonders hartnäckig Ablagerungen sind. Das kann man machen mit so einem Roboter wie dem Dolphin Bio über die Fernbedienung oder den Zodiac-Geräten ab einer bestimmten Größe. Mit dem Bio wie hier funktioniert es nicht. Denn diese Geräte sind dann über eine App in der Richtung steuerbar. Ihr könnt sie alle ansteuern, ihr könnt Programme einstellen, all das funktioniert. Aber in der Richtung lassen sich nur bestimmte Roboter steuern. Das kann sinnvoll sein. Und ich persönlich empfinde das tatsächlich auch als ein wichtiges Argument, um zu sagen, okay, diese Ecke besonders steuern. Geht über eine App, modern, sehr gut, mit den Zodiac-Modellen. Mit dem Dolphin ein bisschen oldschool, aber funktioniert das auch über eine entsprechende Fernbedienung, die ihr in der Hand habt. Die nächste Frage, die uns regelmäßig gestellt wird, ist, kann der Roboter auch Kalk oder Biofilm von den Wänden schrubben? Jein. Gleich vorneweg, die Wand nach oben zu fahren, ist keine garantierte Leistung eines Pool-Roboters in einem Schwimmteich oder in einem Naturpool. Das hängt damit zusammen, je mehr Kalk, je mehr Biofilm auf den Wänden ist und je mehr Schmutz auch im Wasser ist. Und das können auch Verunreinigungen bzw. kleinste Partikel, biologische Partikel sein, die im Schwimmteich natürlich vorkommen dürfen, sorgen dafür, dass die Kartuschen schneller voll sind und dann läuft da unter Umständen die Wand nicht hoch. Das erzähle ich euch gleich im nächsten Punkt. Aber hartnäckige Kalkablagerungen sollten sinnvollerweise vorher zum Beispiel einmal mit der Biberbürste entfernt werden oder auch mit einem entsprechenden Schrubber. Biofilm genauso, gerade wenn der Schwimmteich oder der Naturpool älter ist und der Roboter erst später eingesetzt wird, entfernt sie einmal im Vorwege und dann lasst ihr den Roboter laufen. Dann kriegen die das in aller Regel sowohl am Beckenboden, teilweise auch in den Beckenwänden ganz gut hin. So, und dann kommen wir schon zum nächsten intensiv diskutierten Punkt, immer wieder bei Fragen, schafft denn der Roboter auch die Wände? Geht der Roboter auch die Wände hoch? Nochmal ganz deutlich, es ist bei den Naturpools und bei den Schwimmteichen keine garantierte Leistung, dass ein Roboter die Wände hochgeht. Technisch sind sie dazu alle in der Lage. Technisch funktioniert das folgendermaßen. Ein Roboter saugt den Schmutz unten an. Der Schmutz geht einmal durch diese Kartusche, kommt oben wieder, nicht der Schmutz natürlich, sondern das Wasser kommt gesäubert oben wieder raus und geht dann zum Beispiel bei so einem wie dem Zodiac hinten raus, bei so einem wie dem Dolphin nach oben wieder raus. Das bedeutet aber auch, je schmutziger die Kartusche, je verstopfter die Kartusche, je feiner die Kartusche ist, desto schwieriger hat es der Roboter, einen Anpressdruck zu erzeugen, um an der Wand dann wirklich auch nach oben zu gehen. Es gibt einen kleinen Trick, das könnt ihr versuchen, wenn der Roboter es zum Beispiel nicht schafft oder ihr den Roboter später einsetzt oder sehr viel Biofilm drin habt im Schwimmteich, in Pools ist es eigentlich kein Thema. Ihr lasst die Kartusche einfach raus, lasst den Roboter einmal laufen und das ist dann im Prinzip eine fahrbare Bürste.
Diesen Schmutz, den er dann abbürstet, den lasst ihr sedimentieren und im zweiten Reinigungszyklus stellt ihr den Roboter so ein, dass er nur den Beckenboden reinigt. Dann nimmt er den Schmutz auf und wenn ihr das regelmäßig macht, sollte es so sein, dass die Beckenwände auch regelmäßig so sauber sind, dass eine gute Chance besteht, dass er dann auch im Schwimmteich und Hotpool die Wände hochkommt. Aber wie gesagt, keine garantierte Leistung. Es hängt sehr stark davon ab, wie sorgfältig ihr auch den Roboter reinigt. Bei den Zodiac-Modellen gibt es dann noch extra Noppenreifen, die man aufziehen kann, um es eben etwas zu erleichtern. Dann kommt dazu, wenn es eine Beckenwand ist, eine senkrechte Beckenwand, dann erkennt der Roboter diese Wand sehr gut, weil im Roboter sind Sensoren. Und sobald der Roboter sich aufstellt, merkt er, okay, hier geht es also nach oben. Und wenn ihr zum Beispiel den nur Bodenreinigungszyklus eingestellt habt, dann reinigt er hier die Wand, stehend an der Wand so ein bisschen, dann fährt er wieder zurück und fährt am Beckenboden weiter. Wenn es jetzt aber eine Schräge ist, also ein erdmodelliertes Becken ist, dann fährt der Roboter auf die Schräge und erkennt nicht, dass es eine Wand sein soll. Für euch eine Wand, eine Böschung ist es für den Roboter. Das heißt, er fährt unter Umständen diese Böschung nach oben und kann dann im Zweifelsfalle in einen Aufbereitungsbereich, in einen Pflanzenbereich fahren oder tatsächlich auch in die Wasseroberfläche kommen. An der Wasseroberfläche ist es nicht so schwierig, dann fährt er wieder zurück. Das merkt er über die Sensoren, bleibt in der Regel dann stehen. Wenn er dann über die Böschung drüber geht und weil es unter der Wasseroberfläche ist und geht in den Aufbereitungsbereich, dann wirbelt er unter Umständen Kies auf, wirbelt Pflanzen auf, kriegt unter Umständen auch Steine in das Laufwerk rein. Das ist keine gute Option. In dem Fall muss man leider darauf hinweisen oder weisen wir darauf hin, es ist dann sinnvoll, entweder einen Roboter zu nehmen, den ihr mit Hand steuern könnt, oder einen Roboter wirklich so einzustellen, dass er nur den Boden macht, bei Böschungen fast nicht möglich. Dann ist vielleicht der Roboter nicht die richtige Wahl, sondern dann wäre zum Beispiel eine Biberbürste die richtige Wahl. Oder ihr setzt euch eben daneben und nehmt einen steuerbaren Roboter, also in Richtung steuerbar, und sagt, okay, ich setze mich daneben, ich fahre diese fahrbare Bodenbürste dann durch den Pool und muss diese Zeit dann eben investieren. Das ist etwas, was ihr ausprobieren könnt, und zwar mit unseren Leihgeräten. Alle unsere Roboter, die wir im Versand haben und die wir im Verkauf haben, verleihen wir auch. Ihr könnt sie eine Woche lang ausprobieren gegen eine gewisse Gebühr. Einen Teil der Gebühr erstatten wir beim Kauf des Roboters. Und hinterher wisst ihr, welcher ist der richtige für euch. Denn es gibt so ein paar Punkte und da ist zum Beispiel die nächste Frage ganz entscheidend. Welcher ist denn der Roboter für mich? Welcher ist mein perfekter Roboter? Die Frage kriegen wir immer wieder gestellt. Also gibt uns doch mal eine Empfehlung. Es ist wirklich schwierig, denn ich persönlich finde, ein Roboter ist eine Angelegenheit, die sehr stark von individuellen Bedürfnissen abhängt. Und dazu zählt zum Beispiel das Gewicht. So ein Dolphin Bio ist deutlich schwerer als ein Zodiac, als ein Voyager, als ein IQ Bio. Das ist ein Faktor, wenn ihr den am Bizeps hängen habt, im Wasser, müsst ihn rauslupfen. Es ist ein Unterschied, ob der Roboter 12 Kilo wiegt oder ob er 8 Kilo wiegt und dann noch Wasser mit drin ist. Das ist ein Faktor. Dann ist ein Caddy mit dabei. Bei vielen Robotern ist ein Caddy mit dabei, bei einigen günstigeren Modellen ist kein Caddy mit dabei. Das macht es ein bisschen einfacher, den Roboter zu handeln, außerhalb des Teiches dann aufzubewahren und auch zu reinigen. Reinigen ist ein ganz großer Faktor. Für mich zum Beispiel ist der entscheidende Punkt, wie schnell habe ich eine Kartusche raus, wie schnell habe ich die Kartusche gereinigt und wie lange dauert es insgesamt, den Roboter wieder sauber zu machen. Und da haben für mich ganz klar diese Geräte, wie zum Beispiel die Zodiacs mit den großen, großen Kartuschen, einen mega Vorteil. Meine Empfehlung, kauft euch eine zweite Kartusche dazu, nehmt die Kartusche raus, wenn der Roboter gelaufen ist, die Kartusche, die ihr sauber machen müsst, die legt ihr beiseite. Die neue Kartusche legt ihr rein. Lasst den Roboter einfach weiterlaufen. Und es geht sehr viel einfacher und schneller als zum Beispiel bei so einem wie diesem Dolphin. Auch das haben wir schon vorgestellt. Ihr müsst eben diese Kartuschen aufmachen. Ihr müsst die Waben hier auseinandernehmen. Dann wieder zusammenbauen. Das müsst ihr mit beiden machen, also auf beiden Seiten.
Ich persönlich finde, das ist sehr aufwendig. Für mich ist es tatsächlich entscheidender, wenn der Roboter schnell und einfach zu reinigen ist, dann läuft er lieber ein bisschen länger. Und natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss jeder für sich selber entscheiden. Auch da nochmal das Angebot, leiht euch die Roboter bei uns. Hier so ein Roboter wie der Bio mit 3 Bürsten oder wie die Voyager zum Beispiel mit 2 Bürsten reinigen in aller Regel doch nochmal ein bisschen intensiver und besser als zum Beispiel so einer wie der Zodiac, der Bio oder auch die RV-Modelle mit nur 2 kleinen Bürsten vorne. Ja, das ist durchaus ein Unterschied. Ob das jetzt ein Kettenantrieb ist oder ein Allradantrieb, ich glaube, das ist Geschmackssache tatsächlich. Alles funktioniert gut. Bei dem kann man das noch ein bisschen unterstützen, jetzt zum Beispiel bei den Wänden, indem man vorne Noppenreifen mit aufzieht. Das ist ein Faktor, der, glaube ich, nicht wirklich entscheidend ist. Dieses Over-the-Air-Updates, was wir hier über die Zodiacs bekommen, mit der App-Steuerung, finde ich sehr komfortabel. Da können wir in Zukunft auch durchaus erwarten, dass noch mehr Funktionen freigesetzt werden, dass vielleicht auch ein bisschen Motormanagement passiert. Das ist bei den alten Geräten wie dem Dolphin jetzt nicht mehr zu erwarten. Ja, dann gehört für mich immer noch mal der Service mit dazu. Wenn ihr beim Fachhändler kauft, dann kriegt ihr eine vernünftige Beratung, wie diese Videos zum Beispiel auch. Und ihr kriegt auch einen Service, wenn der Roboter mal kaputt sein sollte. Denn dann holen wir die Roboter ab oder ihr schickt uns die Roboter zu. Wir kontrollieren sie, wir schicken sie ein und das läuft alles in Deutschland. Das heißt, die Roboter werden nicht irgendwo ins Ausland geschickt. Ihr kriegt den verhältnismäßig schnell wieder. Das hängt ein bisschen vom Aufkommen ab. Aber Garantieleistung, Service ist deutlich besser, wenn ihr das bei Geräten hier in Deutschland macht. Dafür ist es ein bisschen teurer, das ist klar. Aber ihr habt Ansprechpartner vor Ort. Mir persönlich wäre es das immer wert, denn wer billig kauft, kauft oft 2-mal oder 3-mal. Ein weiterer Punkt ist sicherlich der Punkt, wie lang ist mein Becken? Das entscheidet dann am Ende auch nochmal die Kabellänge. Also wie lang ist das Kabel für den Roboter? Da haben wir unterschiedliche Roboter mit unterschiedlichen Kabellängen und dementsprechend könnt ihr dann auch den Roboter wählen für euer passendes Becken. Auch da bei der Auswahl ein bisschen drauf achten. Generell ist natürlich die Frage, will ich ihn mit Kabel oder will ich ihn ohne Kabel? Denn wir haben jetzt mit dem neuen Freerider auch einen Roboter ohne Kabel, nur mit Akkubetrieb. Sehr komfortabel, sehr gut. Wir haben sehr gute Rückmeldungen bekommen. Also das ist ein Punkt, das kann man machen. Mich persönlich stört es nicht, wenn ein Kabel dran ist. Man muss es gelegentlich, auch wenn es mit Swivel ist, Swivel ist dieses Gerät hier, das dafür sorgt, dass sich das Kabel nicht so verdreht, muss man das Kabel vielleicht gelegentlich mal entwirren. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Für mich ist das also keine wirkliche große Entscheidung. So, das waren die häufigsten Fragen, die uns gestellt werden in Bezug auf welchen Pool- oder Reinigungsroboter soll ich wählen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr gerne was ausprobieren wollt, wir bieten Leihroboter an. Ihr findet die Links unten in der Videobeschreibung oder kommt auf unsere Webseite unter www.renatur.de, findet ihr unsere Geräte, da kommen auch immer wieder welche dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, das freut uns, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch kein Video zu den Themen rund um Dachbegrünung, Schwimmteiche, Poolroboter oder alles, was mit biologischem Pflanzenschutz dreht. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.